Ich würde Leiharbeit nicht grundsätzlich ablehnen, genauso wenig wie ich Flexibilisierung grundsätzlich ablehne. Das Gute ist, dass darüber Spitzen ausgeglichen werden können von Auftragsschüben. Da kann ich überhaupt nichts Schlechtes daran erkennen. Das Schlechte aber ist, dass mit dem Lohndumping, das damit verbunden ist, wenn ich unterschiedliche Löhne zu gleichen Bedingungen der Arbeitsleistung bezahle, dass ich eigentlich nur Verlierer habe. Diejenigen, die bei gleicher Arbeitsleistung weniger verdienen und diejenigen, die im Moment noch mehr verdienen, aber unter dem Druck stehen, auch selbst runter zu marschieren. Wenn Flexibilität, dann darf sie nicht dazu führen, dass Menschen bei vergleichbarer Arbeit unterschiedlich verdienen und die Arbeitsbedingungen verschlechtert werden. Flexibilität an sich ist weder gut noch schlecht, sondern es ist immer die Frage, wie ist sie gestaltet. Wir haben 27 Länder Europas, in denen fast 500 Millionen Menschen miteinander konkurrieren um Arbeit und alte Regeln häufig nicht mehr greifen. Und deswegen ist das sehr so wichtig, die neuen, richtigen Regeln zu finden. Ich kenne die Bedingungen des Wettbewerbs und des Marktes. Der Markt, ein teilweise sehr dynamisches Instrument, hat keinerlei Gefühl für die Bedürfnisse der Menschen. Das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Das ist im Prinzip, das hat nichts mit Regeln zu tun, sondern die Regeln muss die Politik setzen.